Der Sportdirektor des Bundesverbandes Deutscher Gewichtheber Frank Mantek ist vor Ort in Tokio. Herr Mantek, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Olympische Spiele, die alles andere sind als normal. Wie ist es denn vor Ort in Tokio aktuell? Ich bin jetzt schon 2 Wochen hier und mir geht es immer noch gut, weil die Japaner hier sich wirklich beste Mühe geben und viele Dinge, die hier im Dorf laufen, perfekt sind. Und der Kontakt innerhalb des deutschen Teams, der ist genauso, wie das zu anderen Olympischen Spielen ist. Nur man hat immer eine Maske auf. Und manchmal muss man die Maske ein bisschen anheben, weil man nicht genau weiß, wer sich dahinter verbirgt. Aber ansonsten ist das im Dorf so, wie es immer ist. Aber eben diese Hygienebestimmungen, die hier vorgegeben sind, durch den Veranstalter, aber auch durch unsere Teamleitung, die sind notwendig, weil wir müssen uns schützen und wir fühlen uns eigentlich, also ich kann jetzt für mich sprechen, doch relativ sicher, weil jeder immer eine Maske auf hat, wenn man ihn sieht im Freien, in der Mensa, im Wettkampf. Es gibt ganz klare Regeln, die eingehalten werden müssen und wenn man die nicht einhält, bekommt man hier auch unter Umständen Ärger mit den Organisatoren, weil Sie müssen sich vorstellen, hier im Dorf wohnen 18.000 Menschen und die gehen alle an dem gleichen Ort zum Beispiel zum Essen. Und dort herrscht natürlich diese Hygiene an jeder Ecke. Und wenn man sich eben vorstellt, dass da 2 Speisesäle sind, die größer sind wie Fußballfelder und jeder hat aber seinen separierten Platz, der mit Plastik umhüllt ist und anfangs hatte man eigentlich einen eher negativen Aspekt darunter vermutet, aber wenn man dann hier ist, fühlt man sich total sicher, es ist sauber, man hat immer Hygienetücher. Also was die Japaner hier unter diesen Bedingungen machen, muss ich sagen, Hut ab. Nach Platz 9, 10 und 10 in den Wettkämpfen startet jetzt auch der Obrichheimer Nico Müller an. Er tritt ja bei seinen Wettkämpfen an sozusagen. Wie sehen Sie die Chancen für den jungen Kerl? Ja, wir haben jetzt mit unseren 3 Startern 3 Top-10-Platzierungen erreicht. Und jetzt kommt unser bester Mann am Samstag mit dem Nico Müller in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo. Und klar, da rechnen wir uns schon das eine oder andere aus, aber die Starterfelder sind ja ganz eng beieinander. Alle sind gut vorbereitet und wir freuen uns auf diesen Wettkampf. Frank Mantek, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Alles Gute nach Tokio und ja, wir drücken natürlich weiterhin die Daumen. Herzlich gerne. Viele Grüße in die Heimat. Ciao.